Okay, mal sehen, ob der Schlüssel passt. Ja, sieht gut aus. Okay, Luigi, lass uns weitergehen. Gucken wir mal, was der nächste Raum zu bieten hat. Wow, oh, Entschuldigung, ihr duscht hier alle? Ich wollte nicht stören. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3 hier auf Katze. Wir sind jetzt im Fitnessbereich. Ja, tatsächlich, ziemlich cool hier. Allerdings ist niemand da. Also entweder gibt es keine Mitglieder oder aber alle überspringen heute ihr Training. Aber hey, umso besser. Dann kann Luigi ja alle Geräte für sich nutzen. Und wie es aussieht, geht es hier in den Schwimmbereich. Da können wir also, ja, das Schwimmen trainieren. Und unsere Körperbeherrschung... Ey, wir hatten die Handtücher dahingestellt. Na toll. Wir müssen einen anderen Weg finden. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch Luigi's Mansion 3 gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. So verpasst ihr auch in Zukunft keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. Gut, dann gehen wir hier durch. Oh nein. Wir brauchen einen Schlüssel. Was war denn das jetzt? Habt ihr das an der Wand gesehen? Ah, Moment mal. Können wir da jetzt vielleicht sogar durchschauen? Das sollten wir gleich mal nutzen. So, was ist da drüben los? Ui, schaut mal. Das ist der Geist hier. Der Geist im Fitnessbereich. Okay, der scheint sehr, sehr sportlich zu sein. Und da doch... Ey, au, Muskeln ohne Ende. Oh, hey. Okay, okay, okay. Ein paar Geister wollen wohl, dass ich mit ihnen spiele. Und sie besitzen auch Hüte. Und lustige Sonnenbrillen, um sich zu schützen. Aber das ist alles kein Problem. Solange ich sie hier catchen kann, kann ich auch dafür sorgen, dass sie von mir eingesaugt werden. Und bitteschön. Na, wie schmeckt euch das? Du bist der Nächste. Und irgendwo hier noch ist der lilafarbene. Ha! Gerade haben wir von dir gesprochen. Und zack, zeigst du dich. Natürlich kann er aber auch fliehen. Ja, die lilafarbenen, die sind ziemlich schlau. Die sind ganz, ganz schlaue Geister. Aber jetzt kann ich mich um den lilafarbenen kümmern, denn die blauen habe ich jetzt alle besiegt. Moment, da drüben, oder? Ja, ja, hier ist irgendetwas. Oh nee, das war aber nicht das, was ich gesucht habe. Okay, aber kann ja nicht schaden, das auch mal entdeckt zu haben. Gut, Moment. Uiuiui. Der hatte mich wieder fast gekriegt. Na komm, wo bist du? Hey, nicht erschrecken. Ich erschrecke dich. Und zwar mit meinem Stroboblitz. Also mit dem Aufleuchten meiner Taschenlampe. Bitteschön. Und er hatte den Schlüssel. Klasse, Luigi. Sehr gut. Klasse. Alles mitnehmen. Und auch den Schlüssel einsacken. Damit können wir jetzt in den nächsten Raum. Was ist das für eine Klingel? Kommen da Herzen raus oder wie? Jetzt können wir klingeln, aber wirklich viel bringt das nicht. Okay, mal sehen. Funktioniert. Der Schlüssel passt in das Schlüsselloch. Oh, deine sprüht sich gerade Deo unter die Achseln, damit er nicht so stinkt. Aber komm du erstmal hier raus, Freundchen. Raus aus der Kabine. Und da sind ganz viele kleine Gegner. Moment, der ist verwirrt. Das muss ich gleich mal nutzen. Um den schnell einzusaugen. Entschuldigung, ich weiß, ihr trainiert alle hier. Ich dachte ursprünglich, dass niemand hier ist. Aber die Geister brauchen natürlich auch Training. Ja, Sport ist wichtig. Das habe ich bereits am Ende der letzten Folge angemerkt. Sich zu bewegen. Zu trainieren. Zum Beispiel Fahrrad zu fahren, laufen zu gehen, spazieren zu gehen zumindest, wandern zu gehen oder Fußball zu spielen, Basketball, ins Ballett zu gehen, reiten, ja, Leichtathletik. Es gibt so viele tolle Sachen, muss man einfach mal gemacht haben. Und mit der Zeit findet man dann heraus, was einem besonders viel Spaß macht. Ich zum Beispiel fahre super gerne zusammen mit Katze Fahrrad. Also, selbst wenn es mal kalt ist. Solange man sich warm anzieht, ist alles gut. Und das ist das A und O. Also niemals träge werden, sondern immer in Bewegung bleiben. Denn so bleibt man natürlich auch beweglich und auch fit. Was haben wir hier Schönes? Und boom! Gibt es hier noch Geister? Irgendwo? Hm.
Sieht nicht so aus. Also jetzt haben wir die ganze Kabine kaputt gemacht. Und da ist sogar ein Fußball. Yay! Und da drüben kommt Dampf raus. Ob da vielleicht die Kabinen sind? Also die Duschkabinen? Das könnte sein. Boxhandschuhe, ein Fußball. Wirklich, Sportgeräte ohne Ende. Vielleicht finden wir sogar noch Laufbänder. Das wäre cool. Oder Hanteln. Gucken wir doch mal. Oh ja, die Boxen hier und das sind auch Hanteln. Trainiert ihr hier gerade? Ich möchte ungern stören. Okay, okay. Ich wollte euch eigentlich nicht stören. Wow. Ja, ja, ich sehe schon. Ihr seid sehr, sehr starke Kollegen. Okay, wie besiege ich euch? Wow. Das Ding hätte mich fast erwischt. Autsch. Oh, das ist echt nicht einfach. Was ist zu tun? Ich muss erstmal eine Methode finden, um diese großen Geister zu stoppen. Sonst habe ich ein großes Problem. Denn ohne, dass ich sie stoppe, komme ich nicht weiter. Oh, ich habe nur noch 19 Lebenspunkte. Die haben mir viel zu viel abgezogen. Okay, was ist zu tun? Was ist zu tun? Was ist zu tun? Hey, lass mal locker, ja? Da drüben. Das Herz. Bitte, bitte, ich brauche das Herz. Sehr gut. Okay, der eine wirft immer mit den ganzen Gewichten herum. Das heißt, der stört uns theoretisch nicht. Wer mich aber stört, ist der mit den Boxhandschuhen. Und ich kann den irgendwie nicht mit meiner Taschenlampe treffen, weil er sich dann immer mit den Boxhandschuhen schützt. Vor dem Lichtstrahl. Ich kann ihn also einfach nicht blenden. Einfach komisch. Einfach komisch. Was haben wir hier? Wasser. Aber Wasser hilft uns auch nicht weiter. Kann ich mit den Hanteln irgendetwas anfangen? Einsaugen oder so? Und hier, Moment mal. Kann ich irgendwie dieses Ding nutzen? Oh! Okay, er kann zwar boxen, kann allerdings nicht den Boxsack treffen, der da hängt. Na, wenn das so ist, muss ich einen anderen Weg finden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hey, du komischer Geist, kannst du mir nicht irgendwie unter die Arme greifen? Jetzt habe ich wieder ein großes Problem. Okay. Hey, du da, hier drüben. Ah, guck mal! Der kann den anderen treffen. Das ist der Trick. Ja, hätte ich mal viel früher drauf kommen können. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Geister getroffen werden können. Weil Geister ja eigentlich durchsichtig sind. Transparent. Unsichtbar. Mehr oder weniger. Aber genau. Die können sich gegenseitig hier Schaden zufügen. Okay, und jetzt habe ich dich. Eins, zwei und... Oh, das war's schon. Und jetzt ist der andere wütend. Jetzt muss ich aufpassen, vielleicht kann ich mit dem Boxhandschuh arbeiten. Sofern das notwendig ist. Nee, das ist, glaube ich, bei dem nicht notwendig. Den kann ich auch so catchen und durch die Gegend schleudern. Boah, spannend. Aber sehr, sehr coole Idee. Ein schönes kleines Rätsel, um diesen Geist zu besiegen. Und selbst wenn er durchsichtig ist, ihr seht es schon hinten am Spiegel, da kann sich kein Geist verstecken. Das ist die Schwachstelle. Ein Spiegel zeigt immer die Wahrheit, wie man aussieht, aber auch, was vielleicht durchsichtig ist. Oder unsichtbar, wie ein Geist zum Beispiel. Wow, da waren Trainingsschuhe, oder? Irgendwas habe ich da eingesaugt. Vielleicht waren das auch Fußballschuhe. So oder so ähnlich. Gut. Dann saugen wir hier mal schön kräftig die T-Shirts weg. Und da, zack. Gut. Das ist doch klasse gelaufen. Mit dem Boxsack kann ich sicherlich nicht viel anfangen. Aber der Boden, der ist ja auch echt zertrümmert von den Gewichten. Warum auch immer die Geister mit Gewichten werfen müssen. Ach, hoppla, hier geht's noch nach hinten. Ach, das ist ja mal verrückt. Was ist das denn für ein Bereich? Ah, schaut mal, hier gibt es noch mehr Gewichte. Das ist wahrscheinlich ein Butterfly, oder? Könnte zumindest sein. Oder man muss das aber von oben nach unten runterdrücken. Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen für die Brust. Ein Brusttraining kann man hier absolvieren. Oh je, 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 je. Mein lieber kleiner goldener Geist, was suchst du denn hier? Also, du siehst nicht so aus, als würdest du regelmäßig trainieren. Denn du siehst eher aus wie jemand, der sich ständig versteckt, weil du ein Goldschatz bist, wenn man das so sagen darf. Ey, nicht so schnell! Bleib bitte da oben! Ich habe gerade super viele Münzen gefunden. Und anderen Krimskrams. Gut. Besiegt ist besiegt. Und das sind wieder Fußballschuhe.
Okay, wir saugen alles ein. Das gehört alles mir. Und schade, dass Luigi da an dem Gerät nicht trainieren kann. Was ist das hier? Das ist auch ein interessantes Gerät. Ich glaube nicht, dass das eine Waage ist, auch wenn man das vermuten mag. Das könnte vielleicht für die Hüfte sein, oder? Man kann sich oben festhalten und muss sich wahrscheinlich bewegen. Also, ich glaube, das ist für die Hüfte. Das ist für den Rumpf. Naja, was soll's. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was das konkret sein kann. Ich denke mal, dass die meisten von euch noch nicht in einem Fitnessstudio waren. Die meisten, die das Video sehen, sind wahrscheinlich noch sehr jung. Und ihr braucht sowas auch gar nicht. Theoretisch braucht das kein Mensch, solange man einfach fit bleibt. Das heißt, regelmäßig trainiert. Also rausgeht, sportlich aktiv ist, tanzt und so weiter und so fort. Okay, das ist auch spannend. Hier gibt es Fahrräder. Mit denen kann man, ey, aber nicht fahren, sondern man muss auf der Stelle treten. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen. Das ist auch sowas ähnliches wie ein Laufband. Hey, Spinny, komm mal runter. Jetzt hab ich dich. Hat er sich da oben einfach versteckt. Was soll das sein? Schöne Musik. Okay. Kann ich hier irgendwie mit den Fahrrädern arbeiten? Kann ich da drauf? Ich hätte Luigi nur zu gern auf einem Fahrrad gesehen. Na gut, aber es geht hier noch runter. Und da sind die von vorhin schon erwähnten Laufbänder. Also man schaltet einen Knopf ein, kann einstellen, wie schnell man laufen soll. Es gibt auch verschiedene Trainingseinheiten, wie zum Beispiel, man läuft einen Berg, man läuft einen Berg runter. Und dann können wir laufen. Oh, oh, okay, okay, ich sehe schon. Ich muss laufen und das muss ich sogar selber machen. Luigi, gut machst du das. Eieiei. Und das sogar noch mit einem Staubsauger auf dem Rücken. Du bist mir ja ein Sportlicher. Und ganz viel Krempel, der da noch versteckt war. Interessant. Kann ich hier auch trainieren? Okay, Stufe 1. Stufe 2. Luigi, ich glaube, wir müssen ein bisschen schneller rennen. Oh, was ist das denn? Hä? Sind das Brötchen? Aber komisch. Naja, vielleicht, das sah eher aus wie eine Süßigkeit. Aber sowas gehört nicht unbedingt ins Training. Also wenn man schon die Disziplin hat, um zu trainieren, dann sollte man auch nicht zu viel Zucker zu sich nehmen. Und wenn, dann nur gesunden Zucker. Wie zum Beispiel in Obst. Bananen, Äpfel, Orangen, Birnen, Kirschen, Pfirsiche. Leckerschmecker. Da kriegt man doch Lust auf frisches Obst. Ich glaube, Katze und ich werden uns nachher mal ein, zwei Äpfel schneiden. Kann ja nicht schaden. Und sowas, ja, schmeckt einfach. Gut, schön die Münzen eingesammelt. Und Fahrrad fahren kann ich leider nicht, oder? Hätte ich jetzt echt Lust drauf. Schade. Egal, ich habe zumindest den Schlüssel und kann diesen Bereich jetzt hinter mir lassen. Mal sehen, wo es jetzt weitergeht. Wow! Matten! Sind das Yogamatten oder sind das einfach Trainingsmatten? Und ein Spiegel, der sich bewegt auf einer Schiene. Oh, hier kann man durchschauen. Okay. Da geht es womöglich nach draußen. Da sehe ich eine Perle. Die Frage ist nur, wie kommen wir denn da raus? Also da muss es doch irgendwo einen Weg geben, oder? Hier gibt's Rauch. Wahrscheinlich ein Luftbefeuchter. Kann ja sein. Und da oben kommt auch noch was raus. Ich glaube, da drüben kann eigentlich nur das Badezimmer sein. Also gut. Ein sogenanntes Badezimmer gibt es eigentlich in Fitnessstudios nicht. Das ist eher sowas wie, naja, eine Kabine, wo man sich umzieht und natürlich auch, wo man duschen kann. Und hier in diesem Bereich, der ist, glaube ich, eher dazu da, um vielleicht Entspannungsübungen zu machen oder aber um sich zu dehnen. Denn das Dehnen ist auch sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel sich regelmäßig zu strecken, aber auch zu gucken, dass man, naja, beweglich bleibt. Könnt ihr zum Beispiel einen Spagat? Wenn nicht, übt das doch. Das kann man natürlich nicht sofort. Aber jeden Tag sich ein bisschen mehr zu dehnen, das lohnt sich, um einfach flexibel zu bleiben. Und ich denke, jeder von uns kann das erlernen. Egal, wie alt man ist. Egal, wie groß, wie dick, wie dünn. Das kann jeder schaffen.
Und ich frage mich gerade, was das hier mit den Postern auf sich hat. Also hier sieht man auch schon Dehnübungen. Er erinnert mich doch glatt ein bisschen an Ring Fit Adventure. Aber was sollen wir hier tun? Also irgendwie, okay, schaut mal. Hier, wenn ich das jetzt kopieren würde, ja, dann ist eine Matte oben. Oh, Entschuldigung. Eine Matte ist unten und eine ist oben. Das heißt, hier sind beide oben. Da ist nur eine oben. Das heißt, eine muss ich dann zusammenrollen. Kann das sein? Oder ich muss die zurückrollen lassen, sodass die wieder sichtbar ist. Aber ich komme nicht daran. Komisch. Luigi, was machen wir denn jetzt? Ich kann weder das Ganze runterpusten, noch, ja gut, einsaugen kann ich das, aber dann erscheint das wieder. Das bedeutet, das ist nicht die Lösung des Rätsels. Und hier auf der Seite, ja, da sieht man die Matten genauso. Ich habe hier noch einen Geldsack. Den könnte ich doch mal nehmen. Na, wie kriege ich den? So, upsala, das wollte ich nicht. Und irgendwie komme ich nicht an diesen Goldsack. Okay, ich probiere das jetzt mal, indem ich die Matten so positioniere, wie das ursprünglich gedacht ist. So vielleicht. Oben ist oben. Und dann muss ich das hier doch wieder zusammenrollen lassen, oder? Nee, Moment. Hier, so. Aber, nee. Das war doch die untere Matte. Okay, also das nochmal zurück. Und dann muss ich die untere Matte nehmen. Und die rollen. Und jetzt? Ja, das ist die Lösung des Rätsels. Ja, klasse. Gut, dass wir dran geblieben sind. Und da ist auch noch ein Goldsack. Der unsichtbar. Ach so, ich muss das erst sichtbar machen. Jetzt. Deswegen konnte ich den anderen nicht einsammeln. Oder einsaugen. So wird ein Schuh draus. Ja, klasse. Dann holen wir mal das ganze Gold da heraus. Und einfach mal dagegen drücken. Gut. Klasse gemacht, Luigi. Du kannst mächtig stolz auf dich sein. Und hier gibt es natürlich ganz viel Krempel zu entdecken. Und hier hinten? Wow, da gab es noch viel mehr. Aber was ist da in diesem Außenbereich? Da konnte man doch etwas sehen. Und da ist ein Durchgang. Luigi, du hast dich jetzt, glaube ich, selbst eingesperrt. Ich glaube, da gibt es tatsächlich nichts mehr zu entdecken. Also nochmal zurück. Einmal zack, aufgemacht. Und dann schauen wir uns da drüben noch um. Achtung, ich will noch ganz kurz gucken. Ja, genau. Das war der Goldsack von vorhin, den ich durch den Spiegel gesehen habe. Hey, Luigi, nicht ausrutschen. Die Banane war ja fies. Stopp, 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 stehen geblieben. Eins und du gehörst mir auch. Klasse. Wow, ganz viele Geldscheine. Sehr gut. Da können wir unsere Fitnessstudio-Gebühren zahlen. Wow, wir waren schon lange nicht mehr im Außenbereich. Nein, Luigi, Achtung, es geht kaputt. Oh, weia. Und da ist ein Schlüssel gewesen. Okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das bedeutet, früher oder später hätten wir dieses Rätsel tatsächlich lösen müssen. Okay, ganz langsam, ganz vorsichtig. Nur nicht runterfallen, Luigi. Ganz, ganz langsam. Alles gut. Klasse, du hast es geschafft, Luigi. Hui. Und da drüben, da geht es ja auch noch um die Ecke. Ist da noch was? Ja, Goldbarren waren da, glaube ich, versteckt. Und wir können jetzt womöglich den Schlüssel einsetzen, um da durch die Tür zu kommen. Okay, vielleicht auch nicht. Moment, ich habe doch was gesehen. Hier, hier, hier. Oh, trainiert ihr gerade? Entschuldigung, aber wir müssen euch jetzt... Oh, ihr macht Yoga. Tut mir leid, ich wollte euch nicht stören. Aber leider muss ich euch einsaugen bzw. besiegen. Also, du bist der Nächste. Okay, ja, mein riesiger Protz. Komm mal darüber zu deinen drei Kollegen. Na, erwisch ich die? Ich glaube, einen habe ich noch erwischt. Gut. Wo bist du, mein Lieber? Ah ja, da bist du ja. Kleinen Moment. Einmal richtig einsaugen. Oh, der ist mir entwischt. Ja, nicht so schnell. Und zack, zack, na, komm schon, Luigi. Klasse. Okay, und ich hab dich.
Tada! Wieder mal besiegt. Wir können aber direkt weiter. Hier mit dem Schlüssel. Einmal auf. Und die Tür öffnet sich. Ja, jetzt sind wir da, wo wir immer hin wollten. Hallo. Ja, Entschuldigung, ihr duscht gerade. Was? Ich wollte euch nicht stören. Hey, mit dem ganzen Rauch hier. Also mit dem ganzen Dampf, besser gesagt. Das ist kein Rauch, das ist Dampf. Durch das heiße Wasser der Duschen kann ich euch nicht einsaugen. Ich muss, glaube ich, also die Ventile zudrehen, damit da kein Wasser mehr rauskommt. So, das wäre Nummer 1. Dann haben wir hier Nummer 2. Und hier in der Kabine noch bestimmt 1, ja? Ja, genau. Hey, Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören beim Duschen, aber ich sehe hier nichts. Gut. Ha, schon viel besser. Jetzt kann ich euch besser sehen. Und euch natürlich auch einsaugen. 1 und 2 und 3 und 4. Sehr gut. So, du bist der Nächste. Und du bist der Letzte, wie es scheint, oder? Ich habe euch alle beim Duschen gestört. Die sind wahrscheinlich gerade aus dem Training gekommen. Hey, wie jetzt? Du pfeifst deine Freunde herbei? Oh nee, und noch lilafarbene Geister. Warum sind das so viele hier? Na gut, zum Glück kann ich euch gegeneinander ausspielen, indem ich euch einfach auf die anderen schleudere. Dann ist das ja relativ schnell erledigt, hoffe ich zumindest. So, du bist der Nächste. Komm her, nicht so schnell. Hab ich dich und... Oh, ey! Oh, wegen dem lilafarbenen Geist konnte ich den nicht wirklich schnappen. Moment, 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 nicht so wild. Hey, 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 nicht so schnell. Hab ich jetzt beide? Klasse. Oh, hey, ja, Schürzenjäger, ihr Handtuchjäger. So möchte ich mal die Geister hier bezeichnen. Wow, habt ihr das gesehen? Alle drei auf einmal. Ach, verrückt. So viel Glück muss man erstmal haben. Bitteschön. Und da sehe ich schon die Möglichkeit, nach unten zu kommen. Genau das Richtige für Fluigi. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ging jetzt wirklich die Post ab. Das kann ich nicht anders sagen. Okay. Hier noch Krempel, Krempel, Krempel. Natürlich auch noch Bademäntel. Aber all das kann von mir eingesaugt werden. Das braucht jetzt wirklich niemand mehr. So, hier noch Handtücher. Da es jetzt keine Geister mehr gibt, zumindest nicht mehr hier, brauchen wir die auch nicht mehr. Und wir können jetzt da mal gucken, was wir hier finden können. Wow, das sieht ja spannend aus. Sieht auch irgendwie eklig aus, oder? In der Kanalisation oder zumindest in dem Bereich, wo das ganze Wasser dann abläuft. Wo das ganze Wasser runterkommt. Und wie es aussieht, kann ich hier etwas anpassen. Mal sehen, was jetzt passieren wird. Und? Seht ihr irgendeine Veränderung? Also ich nicht. Jetzt geht es wieder zurück. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Fluigi? Fluigi? Ich glaube, da sollten wir noch ein bisschen mehr Zeit investieren und das herausfinden. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil der Katzen-Community. Na dann, bleibt katztastisch!